Hallöchen und danke, dass ihr wieder bei einer neuen Folge dabei seid. Die wird dann an Heiligabend ausgesendet werden oder hochgeladen werden auf dem Zweitkanal. Und ich muss gestehen, ich habe in der letzten Folge unfair gehandelt, beziehungsweise habe nochmal einen alten Stand eingeladen und ihr wisst es. Und das, ja, da will ich ehrlich sein, war ein Fehler von mir. Und das gestehe ich auch ein. Aber trotzdem geht es gleich wieder weiter. Und zwar haben wir ja unser Lagerfeuerchen, unsere Fleische haben wir dort bearbeitet. Jetzt muss ich mal weiter gucken. Vielleicht sollten wir mal eventuell mal hier hoch. Und schauen wir mal, was es hier gibt. Vielleicht gibt es hier nämlich auch noch irgendwie was. Ah ja, es gibt da was. Okay, mal eben noch Sachen einspannen. Und zwar den Giftpfeil, weil hier hat sich irgendwas um die Ecke bewegt. Meinte ich. Bissige Wüstenrat, okay. Sind die denn so gefährlich? Ach, das sind ein paar. Ach, die werden, glaube ich, nicht so gefährlich sein. Ups, hab vergessen einzurennen. Schwupps, schwupps. Okay. Oh, schwupps. Da kommt mein Rudel. Ja, wir sind mit dem Rudel da. Okay, haben wir alles. Yep. Da hinten ist noch einer. Da gibt's, ach, zwei, also noch mehr. Was haben wir denn hier? Okay, da ist irgendwas drin. Mann! Wieso denn so viele Leute? Ach so, die sind jetzt erstmal... Okay, ein bisschen... Ein bisschen nehme ich Schaden. Oh, wieder drei Stück. Wie viel sind es denn noch? Das wird ja gleich beim Looten ganz lustig. Mein Blutbad hier. Da muss ich halt eben ein bisschen so rüber scannen. Und gucken, ob es da noch was gibt. Nope. Ja, siehst du? Da ist doch noch was. Ja, ich glaube, das war's. Okay, hier ist nix. Ah, jetzt fällt mir was siedend Heißes ein. Das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Ah, ich habe es vergessen, euch zu zeigen. Und zwar gibt es ein Easter Egg hier in der Wüste, und zwar auf der anderen Seite. Naja, das Zettel habe ich hier liegen, habe wieder nicht drauf geachtet. Okay, jetzt wird Zeit, dass ich mal hier wieder mich ein bisschen regeneriere. Gut, ein bisschen ist gut. Ach, weißt du was? Jetzt können wir noch dort hin. Ach, wegen einer... Hier auch noch was? Nee. Okay. Oh. Aha, da geht's rum. Jetzt habe ich in der Höhle nicht richtig geguckt. War da jetzt nun was? Oder war da jetzt nichts? Nee. Ich dachte, es wäre hier eine Truhe, aber das ist nur Textur. Ach je. Es geht nicht rum, es geht nur so rum, also hin rum. Okay. Ich weiß, ich müsste hier unten nochmal alles akribisch absuchen. Ach, okay. Hier hat's Blutgut. Armee der... Oh, sehr schön. Armee der Finsternis, Eisblock. Eisblock, Elixier des Geistes. Reines Mana und Feuerregen. Das ist doch schön. Gut, dann haben wir hier auch ein bisschen was abgesahnt. Zip. Das war dann hier. Dann müssen wir eh wieder zurück.
Und ich weiß nicht, warum da die Höhle ist. Vielleicht war das nur die Mäusehöhle, die Rattenhöhle, wo sie eigentlich alle vorher waren. Gut, dann mache ich das jetzt so. Wir müssen auch da oben noch hin. Ich werde jetzt nochmal akribisch hier die Fläche absuchen, falls da noch was ist, ein neues Gebiet, und melde mich dann wieder, ne? Ja, denn hier bei diesem karstigen Baum auf der nächsten Anhöhe geht es doch noch tatsächlich weiter hoch, also auf eine nächsten Ebene. Und, was ist denn das? Eine Höhle, ne? Ja, eine Höhle mit einem Lava-Golemsi. Mit einem Lava-Golem, so meine, muss irgendwie, ja, da ist er. Ja, mit dem Giftpfeil werden wir wohl nichts ausrichten können. Nein. Dann eben nochmal riskant. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ah ja, okay. So, ich war ein bisschen schneller jetzt. Weil die haben nämlich die Eigenart, schon mich wegzukicken. Wenn ich... wenn die irgendwie 2 Meter voneinander entfernt sind, also Roland und ich. Ah, die Brücke auf der anderen Seite. Also die Brücke auf der anderen Seite, wo hier unten drunter auch noch ein Lava-Golem war. Aha. Gut, okay, halten wir mal fest. Ich mache es jetzt so, ich gehe wieder zurück auf die andere Seite, um nochmal die untere Fläche nochmal akribisch nachzusuchen. Schalte mich dann da ein, wenn es noch was geben sollte, was Interessantes. Okay, bis denn, ne? Also noch ein paar Wüstenscavies haben wir hier zu töten, die ich wohl vergessen habe. Ach, die pennen. Okay. Auch gut. Also, Pense. Okay, da kann man sie ja schon mal... Sollst du den anderen anpieksen? Ah! Hat er nicht gemacht. Ach ja, ich habe aber noch ein bisschen Wundheilung und solche Geschichten. So, komm. Ja, besser ist das gewesen bis jetzt. Okay, bis hierhin. Dann mache ich mich mal wieder sauber. Und vergesse diesmal nicht, Elixier des Geistes zu nehmen, welche ich ja bei den Ratten gefunden habe. So, gut, dann speichere ich nochmal ab und schaue weiter, ob es noch was gibt. Ach, Wölfchen. Okay, also hier in dem Bereich war ich noch nicht. Dann wollen wir mal hier die Wölfe. Sorry, ich dachte, der bräuchte noch einen Schutz. Einen Schuss. So, hier waren ja die ganzen Razor oder Snapper, weiß ich jetzt nicht mehr. Dann gucken wir mal, was es hier noch in dem Bereich gibt. Ho, 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 ho. Ja. Noch mehr Scavies. Und jetzt muss ich mal gucken, geht's da? Da geht's wieder eine Höhle. Okay, trotzdem bleibe ich erstmal hier auf diesem Niveau. Also auf diesem Plateau hier. Ja. Wusste ich's. Na, wen nehmen wir denn? Nehmen wir dich. Jawohl. Jetzt muss ich mal gucken, weil das alles hier doch wieder so sehr ähnlich aussieht. So, hoffentlich, ja, hat es geklappt. So, jetzt haben wir wieder hier solche, so eine Saunafläche. Saunafläche. Und da oben ist was. Ist es das Ähnliche, was auf der anderen Seite ist? Nein. Andere Seite ist ja die Brücke, zu der ich hin muss. So, weiter gucken.
Was hier wird hier? Hä? Okay, vielleicht sollte ich doch wieder, bevor ich zu weit laufe, wieder zurück zu der Stelle, wo ich die Scavies gesehen habe. Ach, Leute, diese Wüste, ne? Weil das ist ja hier ein guter Anhaltspunkt. Okay, dann werde ich mich da wieder einschalten, wenn ich bei der Schlucht bin, wo die Scavies sind. Und zwar hier. Schauen wir mal. Oh. Ja, okay. Ich rutsche hier nicht runter. Inwieweit sind die jetzt irritiert? Ah, ein bisschen noch weiter da. Ah, das müsste doch einfach gehen. Bringen nur 100. Naja, ich glaube, ich klatsche jetzt mal mit der Banditenaxt. Hier, der versucht schon mal nach oben zu finden. Oder auch nicht. Rutsch runter hier. Ah! Verfehlt. Hallo? Na, manchmal ist es nicht so. Jetzt hat er es gemacht. Gut. Okay. Waren das noch zwei? Echt, das ist wieder so altbekannt hier. Okay. Ach nee. Er war am Schlafen. Ah, ich bin ein bisschen unkonzentriert. Und da haben wir auch mal einen Schattenläufer. Hahaha, vielleicht soll ich mal speichern. Der schläft aber tagsüber. Er labt sich jetzt also. Das ist auch gut. Okay. Jetzt habe ich schon wieder okay gesagt. Mal gucken, ob er sich von mir beeinflussen lässt oder beeinträchtigen lässt. Wenn er da in Ruhe und genüsslich dort sich an dem Scavy sich ernährt. Oh, okay. Oh. Ich bin doch nicht so... ich bin doch nicht so kräftig. Ich dachte, ich könnte dem mit ein paar Schlägen schon wegnehmen. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Weiter geht's, nachdem ich speicherte und mich erfrischte. Wieder nichts. Weil die Placebo-Höhlen. Ja, okay, dann mache ich wieder einen Cut und dann geht's zur nächsten Station, wo eventuell was sein wird. Ups, ich habe mich jetzt da gerade eben erschrocken. In der Wüste regnet's? Also das ist mir jetzt bis jetzt noch nicht passiert. Das ist ja eine sehr interessante Geschichte. Okay, wollte das euch nur mal zeigen. Glänzender Sand. Und hier ist wieder die Sauna. Also hier. Ja, das macht Sinn, ne? Heißer Sand, Regen und Gedämpf. Dampfende Geschichten. So, habe ich hier irgendwas verpasst? Wohl eher nicht. Aber da oben ist was. Was da oben nun ist, das sah aus wie so eine Kuppel. Aber, es hat schon wieder aufgehört. Haha, wenn ich die Rolle mache, dann gibt es ja richtig eine Klatschgeschichte. Also, ein bisschen Gischt. Okay, einrendern. Da gibt's Palmen. Und hier meine ich mich wieder zu orientieren zu können. Also dass dieses Gebiet schon von mir erkundet wurde. Also bis nachher. Und siehe da, da haben wir das, wo wir ja in der letzten Folge hin wollten. Und da ist noch so ein kräftiger Leopard, der sieht einsam und alleine aus. Den hatte ich wohl vergessen zu abzuschießen. Auch dieser hat eine gewisse Ruhe. Gucken wir mal, ob es noch mehr gibt.
Jetzt geht die Sonne auf. Schön. Ach, das sieht einfach nur göttlich aus. Haha, hier gibt es noch mehr. Also war ich doch noch nicht im Bereich. Hehe. Okay, großer Greif. Okay, neu. So, mal. Nein, du nicht. Dich will ich haben. Okay, dann kommst du an. Und dann machen wir das mal mit den beiden auch noch. Ach nee, das ist mein Schatten. Da kann ich natürlich auf meinem Schatten schießen. Aber es bringt ja eh nichts. Ach ja, ich habe natürlich noch, was Schatten angeht, hier die ganze Schattengeschichte geändert. Damit das hier ein bisschen besser aussieht. Oh, hier ist was los. Also das kann man auch in einem neuen Renderer so machen. Oh, drei Stück. Weia hohaia. Na, werde ich wieder ein bisschen was einstecken, glaube ich. Geht aber noch. Gut. Schön was los hier. Schön was los. Das finde ich groß. Aha. Mhm. So, und hier war irgendwo ein, ja, ein taumelnder Sandgolem oder taumelnde Sandgolems. Die ja nun wirklich nicht schwierig sind, wenn die da noch stecken. Einfach so niederzumangeln. Na. Okay. Ja, ein bisschen träge ihr seid, ne? Unterscheiden sich eigentlich die... Nee. Die Toten unterscheiden sich nicht. Also von der Struktur her, die sehen immer noch eingebuddelt aus. Okay. Ja. Hier haben wir wieder so ein... Ah nee, hier war ich noch nicht. Hier haben wir wieder so ein... Baumkuchenfels. Komme ich eigentlich von der Seite ran? Nee, ne? Nee, 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 nee. Ging's da noch rum? Nee, ging nicht rum. Aber da ist noch irgendwie so eine Höhle hier über meinem Kopf. Jedenfalls sieht das so aus. Oder ist das nur Textur? Nee, das ist wohl eine Höhle. Ja, genau. Da ist wohl irgendwie ein Zugang. Gut, dann gehen wir da mal hin. Zu den... Komm ich. Machen wir das mal so. Oh, Crawlertjes. Hätte auch hier durchgekonnt. Ja, dann. Oh! Hier ist ordentlich was los. Hier ist ordentlich was los. Okay. Okay. Hm, gut. Mal speichern. Und was sehen meine entzückten Augen? Einen riesigen, zinnigen Turm. Eine Festung oder sowas. Wow. Okay, okay. Ark! Ich wollte doch eigentlich viel schneller sein. Das war knapp. Aber bevor ich den anderen... Ach, den mache ich noch. Oh, da sind noch ganz jede Menge. Gut, okay. Ich gehe mal wieder zurück und möchte hier ganz gerne hier noch die weiteren hier wegballern. Das werde ich halt eben auch überspringen, weil... Ne? Ach, hier ist die Brücke wieder. Mhm, okay. Weil das wäre müßig, das jetzt hier noch zeigen zu müssen. Augenscheinlich jetzt hier wohl der letzte. Okay. Gut, hier haben wir eine Brücke oder wieder eine Brücke zu... Ist das eine andere, eine neuere Brücke? Aber ich habe hier noch was gesehen aus dem Augenwinkel. Es muss wohl eine neue Brücke sein. Nee, hä? Hm? Okay, ja, okay. Da
Das ist. Aber hier ist nicht die Höhle mit dem Lava-Golem. Ach, du liebes bisschen. Gut. Hier geht's auch wieder auf der. Da ist noch eine Höhle. Dann ist es die Höhle des Lava-Golems. Ja, richtig. Die auf die andere Seite führt. So meine Erinnerungen sagen, wenn es nicht stimmt. Ach, dann verstehe ich nicht, warum jetzt plötzlich hier ein neues Getier gespawnt ist. Hä? Okay. Runter zu dieser Festung, zu diesem Festungsturm dort, der da hinten ist. Das mache ich mal eben schnell. Ach da, so weit ist das nicht entfernt. So weit ist das nicht entfernt. Ha, 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 ha. Ja, das sind natürlich die Steinis. Nee, die Sandgolemis. Was mache ich denn hier? Ich Dummkopf. Ich mich wieder ablenken lassen hier. Ja, heute bin ich nicht so in guter Verfassung. Oh, da ist ein Nomadenzelt. Oder ein Assassinenzelt, je nachdem. So, jetzt muss ich mich besser konzentrieren, liebe Leute. Ja, genau, du sollst nochmal hier untertauchen. Yep. Draußen ist so ein blödes Wetter. Es hat mal vielleicht gerade 2 Tage ein bisschen Sonne geschienen. Aber, nur noch diesig und feucht und nebelig. Jetzt bin ich mal gespannt, wo es denn hier hinzugeht. Das ist natürlich ein Prachtwerk von Bau. Finde ich wirklich cool. Und ich meine, einen Bogen gesehen zu haben hier bei dem Eingang, dass da irgendwer steht. Wie bitte? Questsuche Xadas in Varant. So, ich habe in Westvarant einen alten Turm entdeckt. Seltsam, wenn ich mir diesen genauer betrachte, muss ich an Xadas denken. Ich sollte mir in diesem Turm auf jeden Fall mal ansehen. Vielleicht birgt er sein ein Bohr. Ja, vielleicht birgt er auch ein Geheimnis. Aber da oben steht ein Assassinen-Typi, weil das erkenne ich am Bogen. Ja, vielleicht komme ich ja hier zu. Das sieht danach aus. Xadas sind Varant. Leute, ich komme hier nicht ran. Und warum habe ich eigentlich hier wieder einen Pfeil in der Hand? Nein? Ja, du bist gut. Genauer anschauen. Komme ich wohl von der Seite nicht ran. Gucke ich mir das nochmal genauer an. Oh! Habe ich einen vergessen oder was? Wie schon gesagt, die sind von zerstörten Sandgolems nicht zu unterscheiden. Also zack, zack, zack. Also müsste sozusagen irgendwie hier rüber kommen, um auf das Gelände des Turmes zu gelangen. Wow, da hängt auch noch was. Ein Skelettkäfig. Gut, okay, dann mache ich mal wieder einen Cut und später. Okay, zur Orientierung hier nochmal die andere Seite. Bin gerade hier wieder durchgegangen und jetzt müssen wir zur Brücke. Das sollte hier hingehen. Ja, ja, genau. Exakt. Hier waren wir ja. Vorhin. Und jetzt bin ich gespannt. Oh weia. Das führt nämlich eindeutig darüber. Okay. Mach noch mal was. Nämlich speichern. Ja.
Moment, wie waren es denn? Zweier? Gucken, habe ich Eiswelle? Nee, ich habe Unwetter und hier habe ich... muss ich nochmal neu belegen. Wenn die beiden da nämlich so eng aneinander sind. Genau, richtig. Oh, hat es den auch erwischt? Ich hoffe es doch. Hat es. Sehr gut. Na. Kombo wieder verpasst. Kann natürlich sein, dass noch welche um die Ecke kommen. Und wieder eine Stufe gestiegen. Soweit ich weiß, bin ich schon bei 30, ne? Ja. Was? Wieso denn so schnell? Ah ja, verstehe. Okay. Das ist doch nicht so viel. Weil ja, 2.038.000, liebe Leute, das ist natürlich eine Menge. Okidoki, speichern. Auf geht's weiter. Abmarsch Richtung Xadas ähnlichen Turm. Oh. Haben wir uns wieder. Noch nicht an die Sonne gewöhnt. Okay, das sieht nach... Ja, da ist er, der Turm. Sogar mit einem Posten, mit so einem Außenposten. Wow. Wow. Wer ist hier denn? Wüstenräuber und nochmal Wüstenräuber. Wie viele denn? Also nur ihr beiden? Okay. Wenn ich die jetzt mit einem Pfeil und Bogen hier malträtiere auf die Entfernung, das ist nicht gut, weil dann ist der eine wahrscheinlich verschaltet. Mist. Und dann schießen natürlich beide. Und wo ist mein Flaschenzeug? Ja, und dann werde ich wieder verletzt. Das ist nicht so toll. Das ist nicht so prickelnd. Erstmal ein bisschen hier Mana trinken. So, das sollte reichen. Deswegen werde ich mal Folgendes machen. Jetzt bist du dran. Genau, richtig. Okay. Das war's. Oh, von der Seite kam auch noch einer, den ich zuerst von unten erspäht habe. Oh. Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Wenn ich die doch anpiekse. Gerade den Bogen neu eingespannt. Ja, okay, das ist klar. Vielleicht habe ich hier ein bisschen Deckung. Das sieht nicht so gut aus. Aber hier. Also entlang des Felsens. Wo kommst du dran vorbei? Ah, kommt nicht dran vorbei. Ah, auch nicht. Jetzt, das könnte werden. Ah, die müssen... Ah, jetzt! Und er trifft mich auch. Oder? Jetzt bleibt er in seiner Animation drin. Zum näher rangehen und ich... Ja, tolle Nummer. Wieso prallen meine Pfeile ab? Das ist nicht schön. Menno. Ein bisschen gegessen ich habe. Da ist er wieder. Hier kommt der Pfeil gut durch. Ja, sehr schön. So wollte ich es haben. Genau so wollte ich es haben, nicht anders. So, jetzt muss ich aufpassen auf den Typen, der da auf der linken Seite da steht. Okay, speichern. Aha, der wird auch schon anvisiert. Doch! Oh, er schießt auch, aber... Getroffen hat er mich nicht großartig. Ah, ein Schleifstein. Was verbirgt sich hier noch? Schön. Schön. Da hinten ist ein Wüstenräuber. Ui, der kommt auch gefährlich nahe. Warte mal, ich habe hier ein bisschen Deckung. Willst du nach dem Rechten sehen? Da ist noch ein Elite-Wüstenräuber. Jetzt bist du dran. Ah. Okay. Ach, du liebes bisschen, der Turm ist ja voller Wüstenräuber. Wow. Und da hinten sitzt noch einer. Und leider ist die Folge zu Ende, liebe Freunde.
Ach ja, in der nächsten Folge werde ich wohl hier das Ding mal stürmen, den Außenposten noch hier vernichten. Ja, vielen Dank für euer Zusehen und seht es mir nach, was ich in der letzten Folge entschieden habe. Soll nicht mehr wieder so vorkommen, ich werde konsequent bleiben. Ja, Strafe muss sein, ne? Wurde ich da gerade eben angeschossen und der schießt noch weiter. Der Bakalute. Ich wollte gerade hier meine Verabschiedung machen, da werde ich hier gerade wieder richtig schön gestört angepiekst von Pfeilen der Wüstenräuber. Ich wünsche euch eine ruhige und besinnliche Weihnacht. Heiligabend auch und kommt gut durch und ich verabschiede mich. Ach ja, vielleicht sollte ich das nochmal in groß zeigen. Also besinnliche und ruhige Weihnachten euch allen und die Familie natürlich auch. Ciao!